Mehrere UFOs wurden angeblich von den USA abgeschossen und jetzt werden auch schon unbekannte Flugobjekte über Kanada und China gesichtet. Was ist da los? Startet etwa die Alien-Invasion? Erfahrt es in diesem Video, also bleibt unbedingt bis zum Ende dran, um zu erfahren, ob außerirdische Angreifer bald medizinische Versuche an euch durchführen werden. Wenn es euch gefällt, freue ich mich galaktisch über einen Daumen nach oben und einen Kommentar, denn dadurch kriegen wir den YouTube-Algorithmus dazu, dieses Video noch mehr Leuten anzuzeigen. Vielen Dank und herzlich willkommen. Es ist ja nicht so, als wäre die Nachrichtenlage die letzten Jahre ohnehin schon außergewöhnlich gewesen. Und jetzt auch noch eine UFO-Invasion? Also falls wir in einer Simulation leben, hat der Programmierer auf jeden Fall Humor, das kann man sagen. Aber was ist überhaupt geschehen? Es begann mit einem mutmaßlichen Spionageballon Chinas, der über den USA gesichtet wurde und laut der amerikanischen Regierung dort insgeheim Informationen sammeln sollte. Nachdem das groß verkündet wurde, hat man den Ballon dann noch ominöserweise einige Tage weiterfliegen lassen, bis er dann doch vom amerikanischen Militär abgeschossen wurde. Klingt nach einer albernen Geschichte, um Wähler zu beeindrucken oder so, ist aber gar nicht so weit hergeholt, da diese Ballontechnik wirklich Hightech sein kann. Ballons klingen primitiv, sind aber eine günstigere Alternative zu beispielsweise Satelliten und sind viel, viel schwerer zu entdecken. Die Firma Google, die netterweise diese Plattform hier bereitstellt, hatte auch jahrelang ein Projekt namens Loon, bei dem an sogenannten High-Altitude-Balloons geforscht wurde. Also wenn die Chinesen die USA ausspionieren wollen, wären solche Ballons tatsächlich nicht das schlechteste Mittel der Wahl. Der deutsche Spionageballon sieht übrigens so aus. Soweit so seltsam, aber in den vergangenen Tagen tauchten dann immer mehr unbekannte Objekte im Luftraum der USA und Kanada auf und wurden abgeschossen. Ob eine Verbindung zu dem Spionageballon besteht, ist nicht klar und überhaupt ist die gesamte Informationslage sehr dünn. Auch Twitter trennten schon seit Tagen die Hashtags UFO und Aliens und deswegen habe ich mich überhaupt genötigt gefühlt, dieses Video hier zu produzieren, um mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Was wissen wir denn über diese ominösen Flugobjekte? Das erste Objekt war wohl etwa so groß wie ein Auto und hatte wohl eine merkliche Bedrohung für die zivile Luftfahrt dargestellt, weil es auch erstaunlich hoch geflogen ist, in ungefähr 12.000 Meter Höhe. Die Überreste seien vor Alaska ins Meer gefallen. Einen Tag später bat die kanadische Regierung dann das US-Militär, erneut ein hochfliegendes Flugobjekt über kanadischem Staatsgebiet abzuschießen. Die Überreste sind auf kanadischem Gebiet abgestürzt. Das dritte UFO wurde dann letzten Sonntag abgeschossen. Es war wohl in 6.000 Meter Höhe unterwegs und hatte eine angeblich achteckige Struktur. Das sind die Informationen, die das Pentagon offiziell herausgegeben hat. Wir können also mal davon ausgehen, dass das nur ein absoluter Bruchteil aller bekannten Infos ist. Und die Spekulationen kochen jetzt gerade über, vor allem nachdem der US-General Glenn Van Herk gefragt wurde, ob er wenigstens einen außerirdischen Ursprung dieser Objekte ausschließen könne und er kryptisch antwortete, ich habe zum jetzigen Zeitpunkt gar nichts ausgeschlossen. Also was ist hier los? Hat Alf endlich seine Reise vom Planeten Melmac zur Erde absolviert? Oder werden die USA von E.T. ausspioniert? Erstmal ist super wichtig festzuhalten, dass UFO ja nur unbekanntes Flugobjekt heißt. Viele Leute haben bei dem Wort aber direkt eine Alien-Assoziation und das wird dazu geführt haben, dass nun überall darüber diskutiert wird, ob hier eine außerirdische Invasion beginnt. Und ich kann euch direkt eine ganz eindeutige Antwort auf die Frage geben, ob hier Aliens am Werke sind. Nein! Hält es ernsthaft irgendwer für auch nur annähernd realistisch, dass eine außerirdische Spezies, die ja scheinbar interstellar reisen kann, also uns Jahrtausende voraus ist, mit irgendwelchen Billo-Dingern über die Erde segelt und sich dann von Joe Biden abschießen lässt? Also, ich weiß, es macht Spaß, über Aliens und UFOs zu spekulieren, aber das ist einfach nur an den Haaren herbeigezogener Unfug. Und ich finde diese Spekulation sogar ärgerlich und ich will auch kurz erklären, weshalb. Die Suche nach außerirdischem Leben ist ja ein seriöser Teil der Weltraumforschung. Wir wissen, dass es allein in unserer Milchstraße mehrere hundert Milliarden Sterne gibt. Viele davon mit Planeten, Monden und Zwergplaneten. Neben der Milchstraße gibt es auch noch hunderte Milliarden Galaxien, die wiederum so viele Sterne und Planeten beherbergen. Wenn man sich also die Frage stellt, ob es dort irgendwo Aliens gibt, dann muss die Antwort lauten, ja. Es ist unfassbar unwahrscheinlich, dass angesichts dieser riesigen Größe des Kosmos die Erde der einzige Planet ist, auf dem sich Leben entwickelt hat.
Deswegen suchen wir nach Anzeichen für außerirdisches Leben. Weltraumteleskope wie James Webb versuchen nach Molekülen in Exoplanetenatmosphären Ausschau zu halten, die auf organische Prozesse hindeuten könnten. Und mit mächtigen Instrumenten wie James Webb stehen wir vielleicht auch so kurz vor der Entdeckung außerirdischer Lebenszeichen wie nie zuvor. Das ist die seriöse Wissenschaft hinsichtlich der Suche nach außerirdischem Leben. Gerede von UFO-Sichtungen hingegen erweisen dem Ganzen aus meiner Sicht einen Bärendienst. Es gibt mit Sicherheit Aliens, aber um hier hinzukommen, müssten sie sowas wie Warp-Antrieb oder sogar für uns unmöglich erscheinenden Überlichtgeschwindigkeitsantrieb entwickelt haben. Eine solche Spezies würde nicht mit fliegenden Untertassen oder Ballons oder was auch immer herumfliegen, noch nicht mal mit Gerätschaften, die wir auch nur annähernd als Flugobjekt erkennen könnten. Die Vorstellung, dass Aliens in UFOs rumfliegen, ist einfach allzu menschlich und geprägt durch jahrzehntelange Beschallung mit Hollywood-Alien-Filmen. Was mich daran aber wirklich stört, ist, dass dieser Käse dem Durchschnittsmenschen im Gedächtnis bleiben wird. In 5 Jahren wird dann beim Thema Aliens kein Durchschnittsmensch an James Webb und Exoplanetenatmosphären denken, sondern an diese Sache damals, wo die Amis die UFOs abgeschossen haben, ne? Das war wieder typisch. Wer wirklich glaubt, es handele sich hier um Alien-Technologie, lässt sich ja auch von Regierungen aufs Glatteis führen, die ja absichtlich nur ganz wenige Infos rausgeben. Glaubt ihr wirklich, das Pentagon wüsste nicht schon längst, worum es sich bei den Flugobjekten handelt? Genauso wie die Chinesen ganz genau wissen, worum es sich bei dem Objekt handelt, das sie jetzt angeblich über ihrem Luftraum gesichtet haben, wenn es denn überhaupt existiert. Und das führt uns zu dem Punkt, worum es sich denn hier wahrscheinlich wirklich handelt. Die ganze Sache ist eine politische Auseinandersetzung zwischen den USA und Kanada als Gehilfen und China auf der anderen Seite. Dass China die USA ausspioniert, ist natürlich Fakt. Genauso wie hoffentlich auch die USA China ausspionieren, wenn sie nicht ganz dumm sind. Das weiß auch jeder, aber jetzt ist es eben mal aufgeflogen und jetzt müssen die sich politisch eben einfach ein bisschen beackern. Spätestens dadurch, dass jetzt China angeblich auch so ein Ding gesehen hat, ist doch klar, worum es hier geht. Der chinesische Außenamtssprecher Wang Wenbin sagte, es ist ziemlich klar, welches Land das führende Spionageimperium in der Welt ist und meinte damit die USA, auch wenn China natürlich kein Deut besser ist. Das zeigt, dass wir es hier einfach mit einer Auseinandersetzung zwischen den USA und China zu tun haben. Das wird jetzt natürlich noch wochenlang durch alle Medien geschleift und über jedes weitere Objekt, das irgendwer abschießt und sei es nur eine Taube oder so, wird dann ausführlich berichtet, aber ganz im Ernst, im Prinzip ist die Sache ziemlich lahm. Eine Alien-Invasion wäre auf jeden Fall spannender. Aber passt auf, die Bundesregierung plant schon die Einführung einer Alien-Steuer. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass es mit Sicherheit Militärtechnologie gibt, sowohl der Amerikaner als auch der Chinesen, von der Otto-Normalbürger nichts wissen. Um sowas könnte es sich hier handeln, das ist auf jeden Fall ein wesentlich wahrscheinlicherer Tipp als Alien-UFOs. Also aus meiner Sicht, relativ aufgeblasen, die Story, aber andere Meinungen sind natürlich immer vertretbar. Deswegen schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr denkt. Worum handelt es sich bei den abgeschossenen Flugobjekten? Militär, Spionage, Aliens oder existieren die Dinger gar nicht? Ich bin sehr gespannt auf eure Ideen, aber denkt dran, in den Kommentaren immer sachlich zu diskutieren. Durch den ganzen Quatsch ist auch eine wirklich wichtige Neuigkeit bei der Suche nach außerirdischem Leben in Vergessenheit geraten. Wir haben vor einigen Tagen 8 potenzielle Aliensignale in den Daten eines Radioteleskops gefunden. Kein Witz, sogenannte Technosignaturen von nahegelegenen Sternsystemen. Und geholfen bei dem Fund hat eine künstliche Intelligenz. Alles zu dieser irren Story und den möglichen außerirdischen Botschaften erfahrt ihr im angezeigten Video. Schaut es euch unbedingt mal an. Und wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, dann holt euch in meinem Weltraumshop die Shirts aus den Videos und flauschige Plüschplaneten wie diesem Plüschpluto. Jeder Kauf unterstützt meine Arbeit. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute.